set my heart afire. Hey Leute, was geht bei euch? Crazy is back mit einem neuen Video im Gepäck. So schaut es aus. Ja, willkommen zurück zu Battlefield 1. Wir befinden uns jetzt, glaube ich, in dieser Festung und müssen so ein bisschen Schabernack treiben. Und ich habe hier gesehen, dass wir eigentlich jetzt diesen, ja, eine Waffe mit Silencer gut gebrauchen könnten. Aber you know what I mean. Das können wir dann wahrscheinlich erstmal vergessen. Weil hier jetzt keiner mehr ist. Oder keine. Besser gesagt. Die ersten zwei. Okay. Okay, haben wir. Guti. Oh, hallo. Oh, da war ja noch einer. Hat er was gesehen? Wo ist er hin? Kruzifix, wo ist er? Da. Hä? Ich kann hier so noch nicht anvisieren. Da ist er, okay. Gut. Ich hoffe jetzt, dass da nicht noch irgendwo einer ist. Oh, da war noch einer. Oh shit, oh shit, oh shit. Kommst du runter? Ja, nice. Oh, oh. Alright. Oh oh. Schauen wir mal, ob wir es im Liegen schaffen. What? Of course! What the fuck, Alter, ey? Oh my god, ja klar, er nimmt's mit euch allen auf. Das habe ich aber so nicht gesagt. Oh my god. Okay, let's do this. What? Bitch. Au. Oh, 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 oh. Oh, was haben wir denn hier? Hallo, mach doch mal auf die Kiste. Was ist das? Au. Oh, Butterbrot-Aiming, yeah, here we go. That's what I'm talking about. Der ist schon tot, ja, okay. Ah. Fuck! Scheiß Geschütze immer, ey. Die machen mir echt mal die meisten Probleme, ey. God damn. Und bewegliche Ziele, wie ihr seht. Oh, es ist ja schrecklich. Okay, let's do this. Motherfuckers. Was, da oben ist auch noch was? Wait a minute. Bevor mir hier noch ein Sniper in den Arsch schießt. Gehen wir doch lieber mal hier hoch. Ah! Oh yeah! Dich habe ich doch gehört, du dumme Sau. Ooh, that's what I'm talking about. So. Oh, was? Got it. Oh. Was?
Okay. Muss ich das mal einstellen, oder was? Oh, Tatsache, okay. Da war die Meterzahl noch ein bisschen kurz. You know what I mean? Oh oh. Oh oh. Das klingt nicht gut. So klingt es besser. So. Oh oh. Gut. Jetzt ein bisschen Ruhe hier. Obwohl, ja gut, die Alarmglocken sind natürlich geläutet. Ich denke mal nicht, dass wir hier Ruhe haben. Was haben wir hier Nettes? Nee. Nee. Kannst du behalten. Nimm sie mit. Ja. Woo! Was? Der lebt noch was? Ha. Ich bräuchte langsam mal eine andere Waffe. Aber ich hätte gerne... Oh, das sind alles Karabiner. Na egal. Besser als nichts, würde ich sagen. Here we go. Hello, buddies. Oh, aber wo zieh ich denn hin, mal ernsthaft, also? Schon wieder. Haben wir? Goodness. Oh, wieder so ein Geschützpenner? Nee, okay, der hat nur ein Dings aufgehabt. Oh, super, keine Moon mehr. Das ist natürlich gänzlich unpraktisch mit einem Sniper noch als Zweitwaffe. Here we go. So. Ein dämlicher Plan. Was Besseres ist mir nicht eingefallen. Was, ich soll den Innenhof erobern? Okay. Na gut. Öffne! Na, wieder die Karabiner. Gib mir doch mal... What the fuck is that? Das nehmen wir. Holy shit. Ist aber auch eine Pumpy oder was, ne? Ja. Oh my god. Super, dass ich gleich schon wieder down bin. Öffne, ich brauche hier die Sniper mal weg. So. Ja, Butterbrot Aiming. Oh. Ah, weh? Ach da. Bitch. Oh yeah! Hat er ihn mitgenommen? Of course. Ich sehe nichts. Kommt alle her. Ich habe doch den Noob-Tube. Ah, ich glaube, wir haben's. Sieht gut aus. Woo!
pretty nice, würde ich mal sagen. Das war doch mal ordentlich. Ja, aber ich muss auch sagen, so manche Szenen haben mir dann doch Schwierigkeiten bereitet. Also, schon nicht einfach, meine lieben Freunde. So, das war Meldegänger. Wir schnuppern jetzt auf jeden Fall nochmal in das fünfte Kapitel rein. Und weil sonst wäre der Part natürlich zu kurz, jetzt hier so 11 Minuten. Das geht natürlich gar nicht. Also würde ich sagen, let's do this. In den Jahren, bevor ich nach Frankreich kam, tobte in den Wüsten Arabiens ein Aufstand. Die Beduinen führten dort einen Krieg, der sich gänzlich von allem unterschied, was wir aus den Gräben kannten. Mit kleinen, beweglichen Einheiten forderten sie die Macht eines Großreichs heraus. Vereint durch die Vision eines einflussreichen Kriegers. Eine Vision von Freiheit und Veränderung. Wüste. Ein gewaltiges Meer aus Sand und sonnenverbrannten Felsen. Und unter den endlosen Dünen Öl. Schwarzes Gold. Der Lebenssaft eines neuen, mechanischen Zeitalters. Seit mehr als 400 Jahren herrscht das Osmanische Reich über das Land und all seine Schätze. Doch nun regt sich Widerstand. Kleine Banden aufständischer Beduinen haben sich zusammengetan, um das Reich zu stürzen. Sie kommen ohne Warnung und verschwinden dann in der Wüste. An ihrer Seite kämpft ein einsamer britischer Offizier, dessen Heldentaten in aller Munde sind. Die Welt Crazy. Gab diesem Mann den Namen Lawrence von Arabien. Crazy Memphis. In der Wüste braucht man eine gute Planung und eine Portion Glück. Und vor allem Letzteres meinte es gut mit uns, als wir von einem kürzlich entgleisten Zug der Osmanen erfuhren, der eine äußerst interessante Fracht geladen hatte. Okay. Eine kleine Patrouille hatte sich den Osmanen angeschlossen, die den Unfall überlebt hatten. Gemeinsam bewachten die Männer das Wrack und warteten auf Verstärkung. Okay, hier ist natürlich eine ganze Menge los. Holy shit. Wow. Wenn dein Feind bessere Waffen und Ausrüstung hat als du selbst, bestiehl ihn. Ja, aber auch erstmal hinkommen, ne? Zum Bestehlen. ich glaube, das war's, oder? Ich hab nur ein Messer. Wow. Okay. Ja, ich hab echt nur ein Messer. Gut. Dann würde ich mal sagen, schalten wir mal den Wüstentarnmodus ein und den hab ich ja gar nicht gesehen. Wir versuchen zu tun, was uns richtig erscheint. Und räumen all jene aus dem Weg, die uns davon abhalten wollen. Koste es, was es wolle. Ein einsamer Krieger hat gegenüber einer Streitmacht nur einen Vorteil. Er kann sich unbemerkt bewegen. Ist das jetzt also so wieder eine Stealth-Mission, ja? Das passt mir ja gar nicht. Na, schauen wir mal. Das wird der erste sein. Oh. Das
Zackeli, zack. Schusswaffen sind zwar mächtig und effizient, aber sie erregen Aufsehen. That's right. Eine Reaktion der Osmanen würde also nicht lange auf sich warten lassen. Okay, jetzt haben wir wenigstens ein Schießgewehr. Oh, 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 der guckt in meine Richtung. God damn. Das, das ist natürlich Kacke. Oh, oh. Oh, oh. Attacke! Schnauze. Gut. Okay. Ein Pferd zu nehmen wäre jetzt auch gänzlich unschön. Macht natürlich auch viel, viel Krach. Und Granatas. Uhuhuhu, what's this? Okay. Das ist doch mal eine Wumme. Etwas zu sehen oder in den eigenen Händen zu halten, ist ein himmelweiter Unterschied. So, jetzt will ich nochmal kurz hier ein bisschen rüber gucken, ob ich eventuell noch irgendeinen vergessen habe anzuvisieren, you know. Was ist er denn für einer? Oh, was kommt... Oh, was kommt denn da? Oh mein Gott, was ist denn das? Okay. Ich glaube, das nutze ich jetzt einfach mal. Kleiner Wüstensturm, das ist ja nice. Hat sich gerade hin. Schnell, schnell, schnell. Gut. Ist der da oben natürlich ziemlich heavy, ne? Weil der kann mich wahrscheinlich sofort sehen. Oh, 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 oh. Ja. Die Frage, ob wir da lang können, das wäre, glaube ich, nicht so schlecht. Oder wartet mal. Oh, er hat es echt gehört. Nice. Sehr gut. Komm schon. Komm schon, Baby. Und we got this. Okay. Ich würde sagen, das war knappig. Der oben sieht mich jetzt nicht, ja? Komm schon, komm schon, komm schon. Ich will mal hier außen rum. Ich glaube, das ist nämlich doch ein bisschen besser. Oh, look at that. Und vor allem findet man hier noch was Schickes. Sehr gut. Katsche. Da gibt es auch wieder 5. Okay. Ist blöd, dass der eine da auf dem Dach rumläuft, ey. Kotzt ja richtig an. Ich guck mal, ob jetzt hier in dem Zelt eventuell irgendwas mit Silencer wäre. Oder ist, besser gesagt. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Schwupp. So. Hier haben wir ein Werkzeug? Wozu brauchen wir Werkzeug? Ha. Oh yeah. We got this. Die nehmen wir natürlich mit. So, okay. Ja, jetzt haben wir einen Silencer. Das ist sehr gut. That's pretty good. Wo ist denn der Typ hin, der vorher hier war? Hm.
Nehmen wir dem erstmal in den Waggon? I don't know. Oh, 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 oh. Hoppala. Oh shit, der steht da direkt vorne, ey. Kacke. Los, beweg dich mal wieder zurück, Mann. Okay. Here we go. Wir haben es geschafft, bis jetzt ohne entdeckt zu werden. Cool. Ha. Sehr nice. Okay, jetzt gucken wir uns im Allgemeinen nochmal kurz um. Das muss ich aufmachen. Ja, aha, aha, aha. Okay. War wirklich nichts anderes? Of course. Oh, oh. Tja, du dachtest nicht, dass wir rechtzeitig hier sein würden, um dich zu stellen, oder? Lawrence von Arabien. Eigentlich hatte ich fest darauf gehofft. Herr Lawrence! Das ist ja raffiniert. Nun wird der Jäger zum Gejagten. Also, wer bist du? Wirklich sehr amüsant, meine Liebe. Ahmed. Amüsant? Gäbe es keine Männer wie sie, wäre ich frei. Frei also? Du bist frei, wenn du stirbst. Und ich verspreche dir, das Reich wird euch allen diese Freiheit schon sehr bald schenken. Während wir hier stehen, flügt eine Bestie durch die Wüste, die eure Freunde, Familien und Häuser ebenso vernichtet wie eure Schlupfwinkel. Bald könnt ihr nirgends mehr hin! Es ist vorbei! Bald ist alles, was ihr kennt und liebt, nur noch Asche. Und dann habt ihr eure Freiheit und sterbt. Ihr Bestien! Sarah! Ich weiß, dass du dir nichts mehr wünschst, als diesem Mann die Haut von den Füßen abzuziehen und ihn nackt in die Wüste zu jagen, damit er krepiert. Bedenk es nochmal. Du hast recht. Es tut mir leid, meine Freundin hier ist mitunter etwas schroff. Sie werden mir jetzt sagen, wie wir ihren Zug erreichen. Unmöglich. Um überhaupt mit dem Zug kommunizieren zu können, bräuchtet ihr ein ganzes Buch voller geheimer Codes. Oh, Sie meinen dieses hier. Ihr werdet den Fortschritt niemals aufhalten. Eines Tages wird die ganze Welt nach eurem Land und dem schwarzen Gold unter seinem Sand greifen. Warten wir es ab, mein Freund. Natürlich reichte die Beschaffung des Codebuchs nicht aus, um diesen eisernen Drachen zu zerstören, diesen Kanawa, wie die Osmanen ihn nannten, mussten wir mit drei verschlüsselten Befehlen seine Gefechtsbereitschaft. Die Osmanen hatten entlang der Eisenbahnlinie mehrere Außenposten errichtet, deren Kommandeure Kapseln für vordringliche Nachrichten bei sich trugen. Wir mussten unsere Befehle in diesen Kapseln verschicken, da sie der Zug sonst nicht akzeptiert hätte. Es würde nicht leicht werden, das Dorf zu infiltrieren, nachdem sich dort eine Abteilung osmanischer Soldaten häuslich eingerichtet hatte. Die Osmanen haben einen abgelegenen Wüstenposten eingerichtet. Er ist nur leicht verteidigt, aber bestens mit Waffen und Fahrzeugen ausgestattet. Sie rechnen offenbar nicht mit einem Angriff. Die ganze Ausrüstung könnte nützlich sein, falls du sie verwenden möchtest.
Die antiken Ruinen waren alles, was noch an eine längst vergessene Zivilisation erinnerte. Inzwischen hatte die moderne Welt des Osmanischen Reiches in Form von Panzerfahrzeugen und Feldgeschützen dort Einzug gehalten. 3 Kommandeure mussten eliminiert, 3 persönliche Nachrichtenkapseln gestohlen und mit unseren falschen Befehlen auf die Reise geschickt werden. Wie Sarah diese gefährliche und tollkühne Mission meistern würde, blieb ihr überlassen. Ich würde sagen, das blieb uns überlassen, diese Mission zu meistern. Aber das werden wir dann in einem nächsten Part erleben, oder ihr besser gesagt. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja noch ein bisschen Craziness in Form von einem Daumen oder Kommentar hinterlassen. Wäre wirklich sehr, sehr crazy von euch. Und ja, schön, dass ihr am Start gewesen seid. Ihr seid wie immer die Besten, jawoll. Und ja, wenn ihr Bock habt, hören wir uns dann zur nächsten Runde Battlefield 1. Infolgedessen würde ich sagen, stay crazy, so sieht es aus. Ich bin wieder raus.